Dani Olmo. Marcel Sabitzer. Alexander Sørloth. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Ah, das sieht gut aus. Angelino. Dani Olmo. Und wieder Dani Olmo. Da holt er den Ball zurück. Der Ball ist weg. Abstoß. Gonzalo Castro. Ja, da ist Platz jetzt. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sie stehen hoch, sie machen Druck und sie machen das Tor. Wolf, was willst du da machen? Die sind unglaublich diszipliniert, spielen das ein ums andere Mal perfekt. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Es ist eine erstklassige Ballbesitzstatistik von RB Leipzig bisher. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch. Da ist die Chance für Dani Olmo. Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Bitte auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken und daraus lernen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, aber da hat natürlich auch das Eigentor zu beigetragen. Jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Yusuf Paulsen. Guter Vorstoß da jetzt. Noch ist die Chance da. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstation. Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Jetzt könnte er flanken. Kampel. Die Leipziger machen Druck. Yusuf Paulsen. Den versucht er per Lupfer. Aber nicht mit diesem Torhüter. Gut aufgepasst. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Vielleicht die Führung jetzt. Schuss kommt nicht durch. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden.